Hochmut kommt vor dem Fall. Auweia. Heute macht Timo was, was ein bisschen dumm ist. Und zwar nur, weil er beweisen möchte, dass er mehr kann und mutiger ist als Jonas. Ey, ich muss euch die Geschichte vorlesen. Zu hoch. Das Schwimmtraining von Kiki und Timo ist heute richtig gut. Alle sind fleißig und konzentriert. Daher dürfen die Kinder die letzte Viertelstunde frei schwimmen. Das heißt für Kiki und ein paar andere Mädchen, im Kinderbecken liegen und quatschen. Das Wasser dort ist so schön warm. Timo und die anderen Jungs üben Sprünge vom Startblock. Doch dann werden die Sprungbretter freigegeben. Oh, Timos Augen funkeln. Das ist ja noch besser. Zuerst stürzen die Jungs zum 1-Meter-Brett. Jeder will mit einem Riesenplatscher im Wasser landen. Dann zeigt Jonas den Jungs, dass er einen Salto rückwärts kann. Die anderen machen es ihm nach. Sprünge kann Jonas echt gut. Er holt Schwung, springt hoch, dreht sich einmal in der Luft und landet die Arme ausgestreckt vor sich, kerzengerade im Wasser. Immer wieder übt Timo den Sprung, bis er ihn kann. Jetzt kommen die Mädchen dazu. Das spornt die Jungs noch einmal an. Schließlich klettert Jonas die Leiter zum 3-Meter-Turm hoch. Die anderen folgen ihm. Zuerst springen sie einfach so ins Wasser. Doch dann köpft Jonas im hohen Bogen ins Wasser. Beim ersten Mal spritzt es noch ganz schön. Doch schon beim zweiten Sprung landet er senkrecht im Wasser. Pff, ist doch gar nichts, ruft Timo. Kiki schaut ihren Bruder ängstlich an. Sie weiß genau, was er vorhat. Jetzt sieht auch die Trainerin nach oben. Doch bevor sie etwas sagen kann, nimmt Timo Anlauf und springt. Zuerst nach oben, dann eine halbe Drehung, um mit dem Kopf zuerst ins Wasser zu landen. Doch Timo dreht sich nicht schnell genug und platscht flach auf den Bauch auf. Oh, boah, au, das tut so weh. Oh, die Luft wird ihm aus den Lungen gepresst. Die Haut brennt wie verrückt. Er spürt, wie jemand ihn von hinten packt und zum Beckenrand zieht. Als er wieder Luft bekommt, rollen ihm Tränen über die Wangen. Sein Bauch ist feuerrot. Wie kannst du nur einen solchen Sprung vom 3-Meter-Brett üben? Schimpft die Trainerin. Sie schickt alle Kinder in die Umkleidekabine. Als sie sich angezogen haben, sieht sie besorgt nach Timo. Zum Glück sind die Schmerzen fast weg. Doch sowas Dummes macht er sicher nicht wieder. Wenn jemand etwas Tolles kann und dafür bewundert wird, ist die Versuchung groß, ihn übertreffen zu wollen. Ich weiß. Es ist toll, etwas Neues auszuprobieren. Doch nicht um jeden Preis und nicht nur, weil man beachtet werden möchte. Das kann ins Auge gehen oder vielmehr auf den Bauch. Du bist toll, genau so wie du bist. Du bist einzigartig. Dich gibt es nur einmal. Du bist was ganz Besonderes. Vergiss das nicht. Kalt. Eins, zwei.